So Leute, willkommen bei meinem Replay von League of Legends. In diesem Let's Play möchte ich die verschiedenen Champions von League of Legends euch vorstellen, wie ich sie spiele, mit welchen Meisterschaften, mit welchen Runen. Die Uploads dieses Projekts werden sehr unregelmäßig vorgenommen, also beschwert euch nicht. Was ich aber hoffe, was ihr tut, ist, und zwar könnt ihr mir unten in den Kommentaren immer wieder schreiben, wenn ich einen Champion gespielt habe, wie man ihn besser spielen könnte, ob euch das Video gefallen hat. Und ansonsten viel Spaß jetzt mit den Meisterschaften und Runen und danach mit dem Replay. Dies sind die Meisterschaften, die ich in diesem Spiel verwende. Hier seht ihr die Runen, die ich in diesem Spiel verwende. Damit sind wir im nächsten Replay. Wir spielen heute Katarina in unserem Team. Elrana mit Tarek, Sombelchan mit Donnerfürsten Wulibär, Dedsaljin mit Renekton und Good Guy McBro mit Aristokratenvein. Gegnerteam haben wir Gefrierbrand, Himmlischer Soraka, Miss Fortune, Schnitterhackerin und Zed. Wir haben hier ein sehr, sehr kurzes Let's Play, sage ich euch von vornherein. Deswegen werde ich die meisten Sachen für Katarina, was ich mir kaufe und so weiter, werde ich euch erklären müssen. Ich mache hier einen Podstart. Dürfte mittlerweile auch nicht mehr gehen. Ihr dürftet mittlerweile nur noch mit drei weiteren Pods auf die Lane gehen. Aber das funktioniert genauso gut. So, was kann Katarina? Ja, hi, willkommen. So, Katarina hat erstmal tanzende Klingen als Passive. Bei Katarina ist es so, sie wirft einen Dolch. Der macht magischen Damage. Und der Dolch springt bis auf die nächsten, auf ein paar Gegner über. Ich glaube, das erhöht sich dann noch, wenn ich den Skill weiter levele. So. Dabei macht es aber bei jedem Sprung 10% weniger Schaden. Das ist ein bisschen schade, aber ist logisch. So. Dann ist es so, dass getroffene Gegner, für, also auch Minions, für eine gewisse Anzahl an Sekunden gezeichnet werden. Und normale Angriffe oder Fähigkeiten, die aktiviert, nochmal zusätzlichen magischen Damage drücken. Das ist ganz, ganz cool. Jetzt habe ich die Passive vergessen. Die Passive ist ganz, ganz cool. Das ist nämlich Unersättlichkeit. Und zwar Tötung und Unterstützung verringern Katarinas Abklingzeiten um 15 Sekunden. Das heißt, der Dolch 0 Sekunden, wenn ihr einen Assist habt oder wenn ihr einen Kill habt. So. Dann kommen wir zum E, das ist der Skill, den ich als zweites skille. Blitzschritt. Und zwar ist es so, dass Katarina sich blitzschnell nach vorne bewegt, also sie jumpt praktisch zum Gegner hin. Ich habe hier noch auf den nächsten Pod gewartet, um mit noch mehr Pods zu starten. Glaube ich. Ich weiß es nicht mehr, ich glaube es. Und das macht ein bisschen magischen Damage, wenn das Ziel ein Gegner ist. Sie kann damit auch an Wards springen, an eigene Minions und so weiter und so fort. Das werdet ihr auch mehrfach sehen, das ist ganz, ganz cool. Und danach ist es so, dass Katarina für ein paar Sekunden danach weniger Schaden erleidet. Das ist ganz, ganz nett und ganz, ganz cool. Und ja, gut. Dann kommen wir zum W. Unheimlicher Stahl. Das ist der Skill, den ich auf Stufe 3 skille. Bei unheimlicher Stahl ist es so, dass Katarina ihre Dolche einmal um sich herum dreht. Damit macht relativ guten magischen Damage. Und wenn es so ist, dass sie einen Gegner trifft, erhält sie dann noch Lauftempo dabei. Das ist recht nett, sag ich jetzt mal. Katarina ist Nahkämpfer mit ihren aktivierten Fähigkeiten, das heißt, ihr farmt viel mit Dolch und mit euren Skills. Die könnt ihr allerdings auch spammen, da, wie man sieht, Katarina keine Mana-Kosten hat und damit auch keine Kosten für ihre Skills hat. Das sehen viele Leute als fies an, ich finde es ziemlich cool. So, und jetzt kommen wir zu Ulti, das ist das Gefürchtete an Katarina. Todeslotus. Und zwar springt sie an den Gegner ran. Also auf der Stelle, da wo sie steht, fängt sie an, wenn ein Gegner in der Nähe ist, auch wenn es Unsichtbare sind, muss ich dabei sagen, einen Wirbel auszuführen. Das heißt, sie fängt an sich zu drehen und wirft ihre Dolche wild durch die Gegend. So. Auf Stufe 3 ist es dann so, dass sie bis zu 5 nahen gegnerischen Gegner, Champions, Damage tun kann. Im Moment sind es nur 3, aber das erhöht sich noch ein bisschen. Und das macht halt übelst krassen Damage, wenn man in der Nähe bleibt. Ja? So.
Und dazu ist es noch so, dass diese Dolche noch klaffende Wunden verursachen. Das bedeutet, ihre Heilung, die Heilung dieser Champions ist um 50% verringert. Damit könnt ihr extremst viel anfangen. So. Das sind die Skills an sich. Katharina, eine saugefürchtete Mitte. Wirklich extremst gefürchtet. Weil sie halt wirklich aus dem Nichts wirklich sehr viel Damage drücken kann. Ich finde sie sehr, sehr krass. Auch halt wirklich übertrieben, weil sie halt wirklich kein Mana braucht und wirklich sehr viele Champions countern kann. Klack, klack, klack. Und dann einfach immer wieder an den Gegner ranspringt. Und vor allem dieser Sustain auf der Lane ist halt wirklich schon recht hart, wie ich finde. So, Stufe 5. Nochmal die Dolche skillen. Ich warte gerade einfach nur drauf, dass ich mein Ignite, glaube ich, wieder ready habe. Damit ich den Gegner töten kann. Ey, oder gehe ich jetzt rein? Ich glaube, ich gehe jetzt rein. Nee. Gut. Katharina braucht dementsprechend den Blue Buff nicht. Das ist auch eine Erleichterung für euren Jungler, da er selber den Blue Buff von sich nehmen kann. Mit Katharina sollte man dementsprechend natürlich auch gucken, dass man einen Jungler pickt, der, ich sag mal, mit dem Blue Buff was anfangen kann. Es gibt ja was wie Zac oder so, die damit nichts anfangen können. Nicht wirklich viel. So, Sache dabei ist, Katharina ist auf der einen Seite ein saustarker Champion, der wirklich schwer übertrieben Damage drückt. Auf der anderen Seite kann sie genauso nach hinten losgehen. Denn Katharinas Ulti bricht genau wie Nunus Ulti ab, sobald sie irgendwie bewegt wird. Ihr könnt zum Beispiel von einem Cage von der von Elise gecaged werden. Ich hatte vorher eine Lux in der Mitte, die countert ihr like hell. Ja? Also ihr haut Lux wirklich in Stücke. Ich habe so dominiert vorher das Spiel, was ich hier vorgemacht habe. Das Problem ist nur, mein LoL-Recorder hat es nicht aufgenommen. Dann habe ich hier das LoL-Spiel halt noch gemacht. So. Ansonsten hätte ich euch liebend gern lieber das andere gezeigt, aus dem Grund heraus, dass das andere einfach wesentlich besser lief für alle und B ist einfach besser war. Ich bin weitergekommen in Items, es lief länger. Das hier ist jetzt ein sehr, sehr kurzes Let's Play. Nicht, weil wir unbedingt so hart dominieren, sondern wenn ich mich richtig erinnere, das Spiel wurde gestern gemacht, ist es so, dass der Brand hier stark am Flamen war. Dass keiner in die Mitte ganken kommt, obwohl ich so am Pushen war und so weiter und so fort. Obwohl doch hin und wieder mal Ganks kamen. Der hat sich über den Rapper beschwert und irgendwann hat das gegnerische Team dann wirklich abgeschaltet und haben dann gesagt, wir sind 4 Mann Premade, ganz im Ernst, du kannst mich mal am Arsch lecken. So, ihr seht, mittlerweile sind schon ein paar Ziele mehr, die das Messer treffen kann. Und ich bin in Stufe 6, Ignite ready. Ich warte jetzt einfach nur drauf, dass ich hier wirklich was tun kann. Hier denke ich mir jetzt, da kann ich irgendwas machen. Okay, jetzt sind 3 Let's Plays in Folge. Mit Unterbrechung durch Handy. Dreck. Ätzend. Nervig. So. Brand hat den Blue Buff bekommen. Ich weiß noch gar nicht, ob er jetzt schon am Flame ist oder erst später flamed. Auf jeden Fall scheint das gegnerische Team hat gesagt, hier, sie hatten keinen Bock mehr. Was ich auch vollends verstehen kann. So, und jetzt das Messer einmal durchgeworfen. Genau. Gut. Wie gesagt, Messer ist das, was ich jetzt erst durchskille. Katharina ist unglaublich stark, finde ich. Jetzt tötet mich der Brand, glaube ich. Wenn mich nicht alles täuscht. Genau, durch den Stun. Oder Healpot. Redpot. Wow. Ich hab's überlebt. Hui! Tatsächlich überlebt. Krasse Scheiße.
Ich bin hier jetzt gerade einen Pot nach dem nächsten am reinhauen. Der gegnerische Brand hat Blue Buff, das ist nicht gut. Und unser Wulibär steht bereit. Mal gucken. Jawohl. Da kommt er. Der Flash rüber war jetzt nicht so sonderlich nützlich. Mal so flasht man erst. Und hier kommt die Ultimate von mir. Und dann haben wir es. Ich habe wesentlich mehr Farm als der Brand. Ansonsten, unser Supporter hat First Blood gegeben, glaube ich. Oder gemacht. Gemacht. Steht 3:0 für uns. Ali Carry hat... Ich könnte ja mal, aber... Rennington auf der Top Lane ebenfalls mehr Farm als der Zed. Mitte... Nee, dann kommt Jungler gegen Jungler und dann kommt Ali Carry gegen Ali Carry und dann kommt Supporter gegen Supporter. Jawoll! Oh, an für sich gefällt mir das ganz gut, das Spiel. Läuft bisher jetzt nicht so schlecht. 0:3 ist in Ordnung. Und Erect Riesengürtel. First Item für mich, für Katharina, ist und bleibt Rylais Kristallzepter. Nichts anderes, keine Schuhe ausbauen oder so, wie es viele machen, Bullshit. First Item ist und bleibt das Rylais Kristallzepter, um den Gegner eben zu slowen. Und da sieht man zum Beispiel, der Gegner rennt weg, sobald er mich sieht. Mein Ultimate ist schon wieder ready. Die vom Gegner auch. Da kommt aber nichts. Jetzt müsste ich eigentlich Healpots zünden. Jawohl, beide Healpots gezündet. Nee, gar nicht wahr. Ich bin am Sortieren. Verdammt nochmal. Zünden Healpot. Tu's doch. Gerade jetzt, wo du nicht auf der Lane bist. Zünde einen Healpot. Mann, der Spieler hört nicht auf mich. Der ist doof. Naja, trotz allem. Bisher läuft es nicht schlecht. Und das ist das Einzige, was wirklich großartig zählt. Katharina ist zum Beispiel auch ein Champion, mit der man sehr, sehr leicht, selbst wenn man hinten liegt, einen Pentakill reißen kann. Da habe ich die Ulti voll verkackt. Aber er seine Ulti auch voll verkackt. Da kommt Hackerin. Jetzt kommt was ultra cooles, weil... Jetzt gehe ich an den Minion ran. Bin weg. Bäm. So. Gut. So schnell kann man von einem Hackerin abhauen. Katharina auch ultra schwer zu ganken. Drückt auf der Lane extremen Damage, lässt einen lange überleben und farmt sich dabei noch den Arsch auf, und sobald man nur ein bisschen aggressiver wird, rammt sie ihn den Dolch in den Rücken. Ja, nicht schön. Das kann ich euch sagen. Das ist nicht schön. Auch gegen eine Katharina zu spielen ist ein Graus. Wichtig, wenn ihr jetzt zum Beispiel, ich mache jetzt das Beispiel für Solo oder Duo Ranked oder für generell Ranked Teams, wenn ihr seht, dass die Gegner eine Katharina picken, habt was mit einem Stun oder mit einem Bewegung. Die Gegner haben hier Brand Stun und sie haben den Hackerin, der sowohl mit Ulti als auch mit dem, ist das der W? Q, W? Ne, mit dem E. Mich verschieben kann und damit meine Ultimate abbrechen kann. Da müsst ihr aber mit Katharina wiederum darauf achten, dass die Gegner das schon rausgehauen haben. Denn wenn die Gegner das schon rausgehauen haben, ist das kein Problem. Dann könnt ihr einfach rein und Ulti, Nächsten töten, Reset, weiterspringen, W drücken, weitere Messer werfen, nochmal Ulti. Und locker leicht einen Pentakill reißen. Ist mit Katharina sehr, sehr einfach. Habe ich bisher 2 Stück von gehabt. Ist noch nicht meine Top Nummer 1. Meine Top Nummer 1 ist Quinn. Mit der habe ich 3 Pentakills gerissen bisher. Und dann kommt halt noch der Punkt. Mein erster First Penta mit... Wie heißt er? Ezreal. Genau. Ezreale. Jo. Das war ganz, ganz cool. Aber an sich
Katarina ist halt auch sehr, sehr gefährlich, wenn sie irgendwohin mit Ganken kommt. Oder jetzt in diesem Fall ist es wirklich ganz, ganz krass, weil er pusht jetzt nach vorne und hat dann wirklich, glaube ich, keine Chance mehr zu entkommen. Mal gucken, wo die Bär steht, oben im Busch. Und er... Nee, das wird nichts. Da waren wir zu langsam. Viel zu langsam. Wo lieber nicht richtig reagiert. Leider. Passiert. Ist aber jetzt nicht schlimm. Ich habe ihn aus der Lane getrieben, mal wieder. Ich kann wieder farmen. Hab ihm zwar ein bisschen Free Farm gegeben, bekomme dafür aber Free Farm. Ist völlig in Ordnung. So. Das heißt jetzt hier schön Mitte reingepusht. Und dann auf die Messer warten, Messerchen werfen. Messerchen warten, Messerchen werfen. W drücken, Menge Minions haben. Na? Hackerin keine Ulti? Oder wollte sie nur nicht anwenden? Ich vermute, er wollte sie nur nicht anwenden. Weil er hat sie. Ich sehe sie. Bis auf der Z hat jeder seine Ulti. Ah ne, Renekton auch nicht. In unserem Team. Gut. Aber wie gesagt, an für sich, das Spiel dauert jetzt gerade auch nicht lange. Ich habe auch gerade nicht viel Zeit, viel aufzunehmen. Deswegen habe ich mir gedacht, okay, nehme ich das hier. Ich hätte natürlich jetzt noch warten können, schauen können, ob ich nicht noch ein besseres finde. Aber... Nee. Musste ich da nicht machen. Da habe ich lieber dann gewartet. Und dann habe ich lieber dieses Let's Play schnell gemacht. Dann habe ich es hinter mir. Ich habe euch die Skills eh erklärt und dazu kommt ja eigentlich nur noch, dass ich hier in diesem Spiel nicht voll Item-Build werde und nicht ganz so rocke. Aber jetzt seht ihr auch was. Einfach ran und dann weg. Wenn die Gegner von hier hinten kommen, von hier oder von hier, einfach ranspringen und nach hinten laufen. Dann habt ihr keinerlei Probleme. Das ist extrem cool. Und flip. Ich müsste nur... Ist nichts Großartiges passiert. Ist Brand noch da? Ja, Brand ist noch da. Und da seht ihr jetzt zum Beispiel, die Ulti wurde sehr schnell abgebrochen. Da wurde ich getötet. Und Wodibear flasht sich weg und fängt dann, müsste dann gleich anfangen zu rennen, damit er da nicht mehr reingeht. Damit er nicht stirbt. So, okay. Ich bin gestorben. 1-1. 100 Farm zu 78 Farm. Okay. Rylais ist auf dem Weg. Ihr seht die Items. Mal gucken, ob ich es überhaupt... Ich weiß gar nicht, ob ich es überhaupt fertig kriege. Ja, egal. Auf geht's, in die Mitte. Brand portet sich schon wieder back. Mal gucken. Da ist die MF gestorben. Und Brand hat sich geisterhafte Erscheinung geholt. Das ist das Item, was ich mir mit Katarina hole, nachdem ich mir das Rylais geholt habe. Also ich hole mir erst Rylais und dann die geisterhafte Erscheinung, Schrägstrich nachher Lyndras Qualen. Ich habe dazugelernt, ich habe mir das Item aufgeschrieben. Puh. Nicht Lissandra, sondern Lyndras Qualen. Natürlich die Magiedurchdringungsboots nehme ich ebenfalls mit ihr. Ja. Aber ich weiß nicht, ich glaube, ich gehe jetzt back und hole mir Rylais. Kann ich mir Rylais holen? Nein, ich kann mir Rylais nicht holen. Ich warte jetzt. Ach ja, sie geben jetzt einfach gleich auf. Ich finde das irgendwie... Das kann natürlich so, könnt ihr auch Wins euch generieren. Indem einfach die Gegner einen Flamer haben. Mit dem es keinen Spaß macht zu spielen, was jetzt auch öfter der Fall war. Gut, jetzt sind drei Top. Ich merke, er ist nicht mehr hier und kann anfangen, den Tower zu pushen. Keep on pushing, 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 keep on pushing. Unten den Tower haben sie auch verloren. Das Spiel ist noch locker, locker leicht drehbar.
Also ein Problem gibt es dabei jetzt, finde ich persönlich jetzt nicht so heftig. Und hier direkt wieder weiter weg. 3 Mitte von den Gegnern, 2 von uns. Ich habe den Tarik noch zur Hilfe. Und mal sehen, was ist das jetzt wird. Ihr seht, ich konzentriere mich mit ihr auch relativ stark aufs Farmen selber. Weniger aufs Harassen, das machen die Dolche so hin und wieder automatisch. Doppeltötung für das rote Team. So, und hier sollten wir jetzt locker leicht den Tor einpushen können. Schrägstrich. Unser Tarik geht noch nach oben. Und ich push einfach den Tower weg. Na, na, na. Unterm Arsch weggepusht. Tralala. Brandon noch mit. Und ich kann jetzt, müsste jetzt weggehen, um zu gucken, dass ich da oben vielleicht noch helfe. Aber bevor ich das tun kann, bevor ich oben wirklich angekommen bin, ist es Roundabout. So kann man auch gewinnen, wenn die Gegner einen Flamer haben, der 2-2-0 Mitte steht und man als Premade keinen Bock darauf hat. Weil so ein Spiel wäre locker leicht noch zu drehen gewesen. Es sind nur 5000 Gold, das ist sehr, sehr einfach zu machen. 3 zu 7 ist auch keine Stat-Zahl, die man nicht wieder einholen kann. Und ja. Zu Katharina selber. Ihr seht, womit ich gestartet habe. Das war dieser Redpot-Start. Ihr könnt auch mit Schuhen Heelpots starten. Das geht auch. So, dann im Normalfall direkter Weg ist das Rylais Kristallzepter. Danach ist die geisterhafte Erscheinung, Schrägstrich Lindras Qualen. Im Normalfall gehe ich dann hin und hole mir Sonjas, weil ihr müsst aber aufpassen, mit Sonjas brecht ihr auch eure Ulti ab. Aber ich hole mir halt meistens noch Sonjas dabei. Einfach nur, um den Schutz zu haben, weil ihr mitten in den Gegnern drin steht mit eurem Kreiswirbel. Und direkt nach dem Kreiswirbel dann Sonjas aktiviert oder ihr seht, ihr kommt zu low, Wirbel aktiviert, paar Assists abgreifen, nochmal Ulti an, funktioniert. Ja? Das heißt, ihr habt hier dann die Schuhe, dann habt ihr hier Rylais Kristallzepter, Lyndras Qualen, dann habt ihr Lyndras Qualen, dann habt ihr Sonjas, dann hole ich mir im Normalfall noch Rabadons und so behindert es auch klingt, Schutzengel. Einfach nur, weil ihr wegspringen könnt, überlebt alles. So viel zu Katharina. Ihr habt gesehen, was passieren kann, wenn die Gegner einen Flamer haben. Ihr könnt sehen, was Katharina anrichten kann, wenn man sie ein bisschen lässt. Und ich habe euch den Rest erzählt. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ablexe. Ciao, ciao.